Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Neben mir sitzt Markus und Markus hat was dabei. Oder andersrum, genau genommen sind wir hier, damit wir die uns anschauen können. Das ist die S1H. Und die S1H, das ist ein lautes Ding, oder? Die hat einen Lüfter hinten dran. Wahnsinnig laut, ja. Eigentlich genau das Gegenteil. Der Lüfter kann auch entsprechend ruhig sein, aber oder ist auch ruhig ausgelegt. Aber der Lüfter ist natürlich vor allem dazu da, dass die Aufnahme unlimitiert funktioniert. Und das kennen wir von den GH-Kameras, die extrem zuverlässig sind. Und das soll eben bei der S-Serie auch so sein. Bis in höchste Auflösung, bis in höchste Datenrate soll die Kamera laufen. Ja, und da sie das in 6K-Qualität kann, deshalb hat sie einen Lüfter, der lässt sich, er hat es schon angedeutet, auch runterschalten, so dass eben das Geräusch dann auch wirklich weg ist, wenn man dann dreht. In den Drehpausen darf man ja dann hochdrehen. Wie auch immer, die Kamera kann in 6K-Qualität aufzeichnen. Sie hat wahnsinnig viel Formate, sodass man inzwischen eine Filterung braucht, damit man überhaupt noch die Filterung oder andersrum die richtigen Formate für sich rausfischt. Warum? Ja gut, bei der Anzahl an Aufnahmeformaten, sowohl von Seitenverhältnissen als auch von Datenraten auf HDR, auf variable Framerate, da geht die Übersicht automatisch verloren. Und von daher haben wir zwei Filterfunktionen sogar eingerichtet. Also einmal der Filter generell zu suchen, zum Beispiel, ich brauche für mein Projekt 422 10-Bit, dann schmeißt die Kamera automatisch die 10 Codecs oder die 10 Möglichkeiten, die Kamera dort noch einzustellen, raus. Und man kann eben für seine Projekte auch die typisch genutzten Varianten abspeichern. Das heißt also auch dort, was die Seitenverhältnis angeht, was Datenrate angeht und ähnliches, dann entsprechend suche ich mir meine 3, 4, 5 Modi aus und finde die dort im Menü sofort wieder. Wunderbar, damit haben wir schon eine Antwort gefunden. Wir wissen noch nicht, wie viele Formate jetzt so insgesamt verfügbar sind. Ich glaube, du kannst es auch nicht genau benennen. Ich habe es noch nicht durchgezählt. Auf unserer Folie haben wir alleine für MOV, also für die MOV-Variante, weiß ich, waren so 20, 30. Wir lassen es jetzt mal dabei, wenn ihr Näheres wissen wollt, guckt bei uns auf die Webseite. Ansonsten haben wir so ein paar kleine spannende Geschichten, wie zum Beispiel, also wirklich ein Detail, dass hier die Bildebene eingezeichnet ist und man quasi hier vom Kameragurt nach vorne messen kann. Das ist typisch Cinema-mäßig, also es geht auch sehr in den Bereich von Cinema rein. Welche Indizien deiner Meinung nach sprechen dann noch dafür? Ja, also 422 10-Bit ist da natürlich zu nennen. Die hohe Datenrate bis 400 Mbit ist sicherlich ein Punkt, dass man mit mehr Auflösung eben arbeiten kann. In der Aufnahme haben wir auch schon angesprochen, 6K ist eben natürlich die Idee, dass man noch Reserven hat für Cloud. Ja, was er jetzt nicht wusste, auf was ich raus will, dachte, er kommt jetzt mit Lutz an. Ja gut, das ist ja quasi gegeben. Nein, also es wird in Vlog aufgenommen. Es gibt die Möglichkeit, entsprechend Lutz auch von den Cinema-Kameras zu nutzen, das auch natürlich in Display einzublenden, damit man eine Vorschau hat auf die Belichtung und entsprechend auch seinen Look quasi schon vorher sich angucken kann. Das heißt also, man kann es sowohl aufs Display als auch auf den Monitor hinten drauf geben. Man kann es auch über die HDMI-Buchse ausgeben. Ja. Dann in 4K-Qualität, auch wenn ich in 6K drehe. Das ist jetzt eine Frage, ich sag mal ja. Ganz sicher. Ah, gut. Da weißt du mehr als ich. Also davon ist sehr stark auszugehen. Wir haben noch eine Option, Timecode-mäßig, auch sehr aus dem Cinema-Bereich. Vorne auf der Blitzbuchse, so ganz nebenbei, es ist auch noch eine Fotokamera. Vorne auf der Blitzbuchse ist ein Timecode-Signal drauf. Ihr liefert das Kabel, glaube ich, dazu mit. Genau, also der Konverter, den hatten wir wie bei der GH5S entsprechend mit dabei. Das heißt also, die Timecode-Synchronisation ist entsprechend schnell zu leisten. Okay, und dann haben wir noch ein kleines Detail. Ich darf dir mal das Mikrofon geben. Ein ganz kleines Detail hier vorne dran. Haben wir nämlich hier noch eine eigene Rekordtaste. Die gibt es auch hier nochmal. Trotz allem im Videomodus kann man auch darüber auslösen. Und eine Besonderheit, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die zeige ich auch nachher nochmal. Ich habe es schon als Nahaufnahme aufgezeichnet. Da gibt es hier vorne ein ganz großes Display. Das ist jetzt tatsächlich größer als das Display der S1 bzw. S1R und entsprechend, würde ich sagen, deutlich mehr Übersicht. Ein schönes Detail dabei, man kann darauf den Audiopegel legen und den damit sehen. Jetzt sind wir wieder beim Audiobereich gelandet. Ihr habt immer noch den XLR1 Adapter, der passt. Ja genau, beliebter Adapter, entsprechende Möglichkeit, das zu nutzen bei der S1H, auch die S1 erlaubt das, eben kleines kompaktes System, um schnell arbeiten zu können und eben noch verhältnismäßig kompakt zu bleiben.
Ja, und was wir jetzt hier drauf haben, das ist auch eine neue Optik, die wird auch ab sofort geliefert, Kostenpreis. Ja, ab sofort. Also die S1H wird erstmal ab Ende September, Anfang Oktober ausgeliefert und für das Objektiv gilt Anfang Oktober. Okay. Preislich zur Kamera erstmal, zu das Gehäuse wird für 3.999 Euro erhältlich sein und das Objektiv wird ein UVP haben von 2.499. Nachtrag. Ja. Nachtrag, ja. Sagt er gerade so, duale ISO. Warum sagst du duale ISO? Ja, nu. Man kennt es von der GH5S, wer jedenfalls genau zugehört hat. Dort ist es so, dass wir mit zwei analogen Schaltkreisen an jedem Pixel oder an dem Sensor arbeiten und dass entsprechend je nach Situation die Empfindlichkeit gewählt wird, die am wenigsten Rauschen erzeugt. Und der Vorteil ist eben, wenn man mit einer Grundempfindlichkeit arbeitet, dass die ISO immer, das Rauschen immer weiter verstärkt oder das Signal natürlich mit Fehlern verstärkt. Wobei beim dualen ISO eben zwei Grundempfindlichkeiten sind und ab ISO 4000 bei VLOG entsprechend auf die rauschgeringere ISO gewechselt wird. Also haben wir einmal ISO 400 und einmal ISO 4000 oder wie war das? Ja, also bei VLOG ist es so ISO 640 und ISO 4000, aber das kommt immer darauf an, ob man in REC 709 aufnimmt, ob man den VLOG aufnimmt, was dann die beiden Grundempfindlichkeiten angeht, also die nativen in dem Moment. Und die zwei nativen Empfindlichkeiten kriege ich aber dann angezeigt? Ja, die kriegt man angezeigt. Man kann sich auch auswählen, ob man mit dem niedrigeren oder mit dem High entsprechend drehen möchte. Eigentlich ähnlich wie bei der GH5S. Ja, es hätte ich natürlich gerne mit der Kamera gedreht. Das durfte ich aber noch nicht. Sie ist dann doch noch nicht so weit, dass man hier eine Speicherkarte reinstecken kann. VLOG-Basis sind wir hier schon bei 640 ASA extrem gut dabei. Also wir können natürlich jetzt auch extra die Optik sonst ein bisschen kneifen. Aber bei, und übrigens sehen wir auch, dass bei den Zooms zum Beispiel die Brennweite angezeigt, aber die Blende, die erkennt er nicht von dieser Sigma-Optik. Die bleibt jetzt einfach hier stehen. Das ist nämlich das, was zuletzt hier eingestellt war, aber es hat überhaupt keinen. Wirklich selbst aufnehmen durften wir nicht, aber wir sind bei der Vorstellung in einen entsprechenden Raum gegangen mit Lowlight-Bedingungen, Gegenlicht und haben hier mit Matthias Bollinger, von dem auch das anschließende Testmaterial kommt, das für Panasonic selbst produziert wurde, Aufnahmen gemacht, die wir dann auch anschließend beurteilt haben, selber uns angeschaut haben, wie waren die Bedingungen und wie wirkt das Material. Ganz klar betont hat Panasonic, dass die Kamera derzeit eben noch nicht so ist, dass sie die Aufnahmen selbst gestatten wollen. Ein 10-Bit-Signal, aber 4.2.0. Es sieht wahrscheinlich jetzt keinen großen Unterschied, solange dass es sie anfasst oder was damit tut. Hier eine gekürzte Fassung von dem, was Panasonic offiziell rausgibt. Einfach so, damit man einen ersten Eindruck bekommt. Ich denke, die Aufnahmen erklären sich weitgehend von alleine. Links haben wir eben das flache Profil aufgenommen mit VLOG, ohne dass eben ein Lookup-Table, sprich LUT, oben drüber liegt. Auf der rechten Seite dann eben mit dem entsprechenden LUT. In dem Fall ein LUT, das Matthias Bollinger selbst entwickelt hat und somit eben auch drüber gelegt hat. Deutlicher Magenta-Anteil im Bild enthalten. Diese Aufnahmen sind nun entsprechend mit ND-Filter schon aufgenommen und dann auch mit der niedrigeren Empfindlichkeit, sprich ISO 640 und gleich im Anschluss eben nochmal das Original dann im Vollbild.
Beim Thema Speicherkarte haben wir noch eins vergessen. Das ist auch eine wichtige Frage. Es passen SDXC2-Karten rein. Was muss denn sein, damit ich wirklich in der höchsten Datenrate intern aufzeichnen kann? Was muss die für eine Datenrate können? Ja, so 400 Mbit ist eben das Maximale. Das heißt also, ja, übersetzt sind das die 50 Megabyte pro Sekunde, die die Karte speichern können muss. Dafür wäre es schlau, eben eine V60er-Karte zumindest zu verwenden. Wir selber bieten ja auch V90er oder es gibt natürlich auch V90er-Karten. Da ist man dann auf der ganz sicheren Seite, die sich dann entsprechend anbieten zu kaufen für die Videoaufzeichnung. Ja, und damit haben wir, glaube ich, so einmal den Rundumschlag gemacht. Ja, stimmt, er deutet noch auf was hin. Das habe ich auch extra schon aufgenommen, weil jetzt gibt es extra wieder hier das klappbare Display, das rumdrehbare Display und als Besonderheit auch noch nach oben klappbar und dann trotzdem noch drehbar. Das heißt also, es ist so flexibel wie eigentlich am Ende noch nie. Ja, ist tatsächlich die Neuheit. Wir haben da auch wieder auf die Fotografen und Videografen gehört, die gesagt haben, nein, wenn ich da aber mit dem HDMI-Kabel dran bin, auch wenn bei uns der große Anschluss genutzt wird, auch wenn bei uns ein Kabelhalter mit dabei ist, das wird umständlich mit dem schwenkbaren LCD und insofern kommt man jetzt bequem an die entsprechenden Schnittstellen ran. Ja, und trotzdem noch so stabil wie beim S1 bzw. S1R? Ja, ich mache jetzt diese typische Probe lieber nicht. Also ich möchte es nicht unbedingt ausreizen, aber die Kamera ist stabil, sie ist wetterfest und das trotz des Lüfters zum Beispiel, dass eben der Spritzwasserschutz und auch Kälte bis minus 10 Grad weiterhin vom Drehen her möglich sind. Und das ist weiterhin das Konzept, was wir haben, eben Vollformat ohne Kompromisse. Wunderbar. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir das erste Testmodell in 14 Tagen, 3 Wochen da? Ja, also die erste Kamera jedenfalls, die wir bekommen, die wird bei euch landen, die halt auch schon entsprechend von allen Spezifikationen her final ist. Denn die Kamera ist zwar schon nahe dran, aber da ist eben, es fehlt noch ein bisschen was an der einen oder anderen Schraube. Gut, lassen wir Panasonic noch ein bisschen arbeiten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Material, eventuell kriege ich ein bisschen Material, das ich ganz kurz mit einblende, damit ihr wenigstens ein bisschen einen Eindruck bekommt. In diesem Sinne brauche ich von euch einen Daumen hoch für dieses Video und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei uns auf dem Kanal. Bis denn, tschüss. Tschüss. Danke dir.